Hallo zusammen. Vielleicht der ein oder andere von euch hat das schon mal durchmachen müssen. Und zwar, dein Lieblingsduft roch irgendwie anders, sah anders aus und hält nicht mehr so lang. Dann ist er mit großer Wahrscheinlichkeit gekippt. Also in anderen Worten, er ist schlecht geworden. Darüber reden wir jetzt. So, let's go. Parfums bestehen aus einer Kombination von Duftstoffen, Alkohol und in der Regel etwas Wasser. Wenn ein Parfum Licht, Hitze oder auch Luft ausgesetzt wird, kann dies die Zusammensetzung der Duftstoffe beeinträchtigen und zu einer Veränderung des Geruchs oder der Farbe führen. Ein weiteres Anzeichen dafür, dass ein Parfum schlecht geworden ist, kann eine Verdünnung der Konsistenz auch sein. Das Verfallsdatum auf der Verpackung des Parfums gibt immer an, wann das Parfum seine optimale Qualität verliert. Es wird jedoch empfohlen, das Parfum innerhalb von 2 bis 3 Jahren nach dem Öffnen zu verwenden. Hier habe ich mal ein Beispiel für euch, wie das bei uns aussieht auf der Verpackung, also auf der Außenverpackung. Hier jetzt der Berlin Soul, 50 ml, ist alles ausgewiesen. Und auf der Unterseite der Verpackung seht ihr hier den Aufkleber. Da findet ihr alle Infos, ne, von den Inhaltsstoffen, Rohstoffen, Anwendungsschritte, wichtige Informationen, ne, dass Parfum nicht in Richtung der Augen aufgesprüht wird. Also all das, was wichtig ist. Und dann habt ihr auch hier stehen das Production Date und Expiry Date. Ja, also in dem Fall, Production Date ist Februar 2022 gewesen und es läuft im Februar 2026 dann ab. Und auch die Batchnummer, die ganz wichtig ist, um herauszufinden, in welcher Charge das Parfum hergestellt wurde. Ein gutes Parfum sollte in der Regel jedoch mindestens zwischen 48 bis 60 Monate haltbar sein. Das habt ihr gerade hier bei dem Classic Duft, dem Berlin Soul, gesehen. Der ist um die 48 Monate haltbar. Bei der Black Collection ist es sogar 60 Monate der Fall. Also das macht ein gutes Parfum aus. Und hier jetzt ein paar simple Tricks und Tipps, wie ihr es vermeiden könnt. Um den Alterungsprozess des Parfums zu verlangsamen, solltet ihr es an einem kühlen und dunklen Ort aufbewahren, da Licht und Hitze die Duftstoffe definitiv beeinträchtigen können. Es ist auch wichtig, das Parfum gut zu verschließen, um die Luftzufuhr zu begrenzen. Denn wenn ein Parfum einmal angebrochen ist, werdet ihr merken, dass da immer so ganz, ganz leicht der Duftstoff auch entflieht. Es ist auch wichtig zu beachten, dass jedes Parfum unterschiedlich empfindlich gegenüber Alterung ist und dass es immer ratsam ist, das Verfallsdatum und die Empfehlung des Herstellers zu beachten. Zusammenfassend lässt sich das Ganze so erklären, dass Parfums durch Licht, Hitze, Luft und Zeit schlecht werden können. Und ein Indikator dafür ist der veränderte Geruch, ja, so ein Stechen in der Nase, die Farbe oder die Verdünnung der Konsistenz. Es gibt, wie gesagt, auch ein Verfallsdatum auf der Verpackung und es wird immer empfohlen, das Parfum innerhalb von 2 bis 3 Jahren nach dem Öffnen zu verwenden. Und um diesen Alterungsprozess zu verlangsamen, ist es halt ratsam, das Parfum an einem kühlen und dunklen Ort aufzubewahren und gut zu verschließen. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Tipps und Tricks geben, wie ihr erkennt, ob euer Duft gekippt ist oder auch nicht und was ihr dafür tun könnt, um das zu vermeiden. Also lasst es mich gerne wissen, wenn ihr noch Fragen habt, in den Kommentaren. Aktiviert die Glocke und lasst uns ein Like hier. Und ganz wichtig, abonniert den Kanal. Bis dahin.